Ja, wer sagt denn, dass ich auch wirklich schießen muss, weil ich heutzutage einen Revolver trage? Ja, wo seht ihr denn da einen Zusammenhang? Bloß weil ich Hände hoch vor euch verlang. Nein, ich liebe euch und ich schieß nicht gleich. Warum habt denn ihr so schrecklich Angst vor mir? Ich bin Mensch und Christ und ein Revolver ist kein Zeichen von Gewalt, wenn ich ihn halt. Ja, wer sagt denn, dass ich auch jemand töten muss, wenn ich über nichts zufällig wirklich schieß? Sag mir, wer von euch das für eine Drohung gilt, wenn eine Kugel fliegt und jemand fängt? Nein, ich liebe euch und ich töte nicht gleich. Warum habt denn ihr so schrecklich Angst vor mir? Ich bin Mensch und Christ und ohne Zweifel ist ein Mord für mich sehr mies, auch wenn ich schieß. Gut. Und du? Ja, ich bin hier irgendwie seltsamerweise plötzlich mal aufgetaucht. Und ja, ich finde es aber eigentlich nicht seltsam, dass hier Klaus Hartmann sitzt und möchte mich auch in Vertretung von Dr. Seltsam für diesen seltsamen Umstand bedanken, dass Klaus Hartmann jetzt hier sitzt und uns zu wichtigen Fragen wichtige Antworten geben kann. Und schön, dass du da bist. Und es geht ja jetzt, lese ich jedenfalls hier, um die Welt und um den Rest. So ist der Titel. Und es sind ja jetzt gerade so in der vergangenen Zeit eigenartige Dinge passiert. Und vieles scheint irgendwie auf den Kopf gestellt zu sein. Und das hängt unter anderem auch mit einem gewissen Herrn Trump zusammen. Und da wäre meine Frage, wie kann es sein, dass diejenigen, die bisher in Anti-Amerikanismus oder Anti-Amerikanismus als Schimpfwort benutzt haben, wie kann es sein, dass diejenigen jetzt gegen Trump mobilisieren und jetzt gar nicht mehr das als anti-amerikanisch betrachten? Ja, manche Fragen ähneln auch einer Selbstbefragung, aber das können wir dann ja im Zuge der Ausführungen noch erleben. Also zunächst einmal ist es ganz offenkundig und insofern fast eine Langeweile, wenn ich euch darüber berichte, dass die Wahl des neuen US-Präsidenten einen Schock darstellte und auslöste, und zwar für die gesammelte europäische, deutsche Mainstream-Medienlandschaft, weil damit etwas geschah, was nicht sein durfte, weil alle Zeichen schon auf die Amtsnachfolgerin von Obama standen und die NATO bereits in ihren internen Papieren schrieb von her und Ähnlichen, die da demnächst in Brüssel zu begrüßen sein wird, wenn das neue NATO-Hauptquartier endlich einzuweihen ist. Jetzt gibt es zwei Probleme mit dem NATO-Hauptquartier. Erstens, sie sind sich unsicher, ob der Trump überhaupt kommt, haben deshalb den nächsten Gipfel der NATO vorsichtshalber mal auf den Sommer verschoben. Aber dann gibt es noch ein anderes Problem, das habe ich erst kürzlich gehört. Das besteht nämlich darin, dass der Bau nicht fertig wird. Meine erste spontane Frage war, ist der Medon jetzt dort Projektleiter? Und? Aber also Sie sind zumindest guter Dinge, dass Sie bis zum Sommer das Ding hinbekommen. Trotzdem war allerdings zu hören von Rasmussen, von Scaparotti und Ähnlichen, also den aktuellen NATO-Spitzen, zivil und militärisch, dass der neue US-Präsident eingeschworen werden muss, an dem Kurs gegenüber Russland unbedingt festzuhalten. Das war ein solches Gedröhne und so lautstark und so aggressiv, dass daraus die pure Angst sprach, dass eventuell genau dieser Kurs nicht weitergehen könnte. Das alleine tut einem Friedensbewegten
natürlich zunächst mal gut. Ob es so kommen mag, steht auf einem ganz anderen Blatt. Nur diejenigen, die bisher, also wir können insofern einerseits viel Kaffeesatzleserei betreiben im Hinblick auf die Zukunft, die mit dem neuen US-Präsidenten einsieht, aber wir können auf jeden Fall sagen, was den Herrschaften Angst macht. Angst macht ihnen, dass die Blockkonfrontation, die in den letzten Jahren Einzug hielt, abgebaut wird und einem realistischen, geschäftsmäßigen, das heißt auch mit Entspannungselementen versehenen Politikstil weicht. Damit sind in den USA konkret zwei Parteien ganz bös angeschmiert. Erstens die Demokraten und zweitens die Republikaner. Weil bisher war es nämlich so, der Wechsel von George Bush zu Bill Clinton und der Wechsel von Bill Clinton zu George W. Bush und der Wechsel von George W. Bush zu Obama hat eins immer unverändert gelassen. Dass nämlich die Neocons, der spezielle Oberbegriff für eine neoliberale und global auf Interventionismus und die Durchsetzung von freiem Welthandel, das heißt die Beseitigung aller Grenzen und Hemmungen für freien Kapitalverkehr, dass die weggeräumt werden. Und zwar üblicherweise mit Interventionskriegen, mit Angriffskriegen, mit völkerrechtswidrigen, nach der UN-Charta verbotenen Kriegen. Diese Politik hat, egal ob der Präsident ein Republikaner oder ein Demokrat war, durchgehend gehalten und das Stichwort ist Regime Change als den Kern dieser Politik. Jetzt hat der Trump gesagt, es sei nicht die Aufgabe der USA in allen Teilen der Welt Regime Change zu machen und militärischen Interventionismus zu betreiben. Das hört man zunächst mal ungläubig, aber mit einer gewissen Genugtuung, mit einer gewissen Beruhigung. In dem Sinn, als dass es zunächst einmal endlich gewesen, wenigstens mal jemand bei dem Namen nennt, diese Politik, die wir immer kritisiert haben. Was daraus hingegen wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich sagte bei verschiedenen Gelegenheiten, zum Beispiel beim Kasseler Friedensratschlag im Anfang Dezember bereits, es wird grundsätzlich am Charakter des US-Imperialismus nichts ändern, wenn sie, egal wen, einen anderen Schauspieler auf die Rampe schieben. Die Frage der Rolle der Persönlichkeit können wir dann nochmal mit neuen Lehrbeispielen besichtigen und vielleicht auch etwas lernen. Es gibt positive und es gibt negative Zeichen, die zwar noch ein wenig in der Kategorie Kaffeesatz zu sehen sind, aber natürlich stehen bestimmte Menschen mit, die momentan ernannt sind, nominiert sind, für das Kabinett, für Beraterposten, natürlich für irgendwelche Inhalte, durchaus. Dabei ist die ganze Widersprüchlichkeit, nämlich die Widersprüchlichkeit, die praktisch ein Resultat ist des Kampfes unterschiedlicher Kapitalfraktionen in den USA, natürlich offenkundig und offensichtlich. Diese unterschiedlichen Kapitalfraktionen folgen im Hinblick auf die außenpolitische Linie zwei verschiedenen Leitsternen. Diese Leitsterne sind entweder, so wie eben bereits geschildert, die Frage, einen entsprechenden interventionistischen, aggressiven Kurs nach außen zu vertreten, also in aller Welt aufzuräumen, Demokratie zu bringen,
den freien Kapitalverkehr durchzusetzen, die Demokratie durchzusetzen, was ja die Übersetzung ist, weil von Bill Clinton kennen wir die Definition, Demokratie sind freie Wahlen und freier Kapitalverkehr. So, das vergessen wir nicht. Und die andere Linie, die jetzt noch weniger beleuchtet ist, ist die, die in den USA, die also in dem, im Sprachgebrauch der Herrschenden genannt wird, Isolationismus. Wie hieß die, die ich zuerst geschildert habe? Die wird dort genannt Internationalismus. Also das muss man sich natürlich noch einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass unser marxistischer Begriff des Internationalismus angeeignet oder übertragen wird auf die fürchterlichsten, aggressivsten imperialistischen Kräfte. Diejenigen, die im Gegensatz dazu Isolationismus betreiben, sind diejenigen, denen vorgeworfen wird, sie wollen sich aus der Verantwortung der USA für die Welt zurückziehen. Sie wollen sich weniger für die gemeinsamen Werte der freien Welt engagieren. Sie wollen entsprechend weniger Geld ausgeben für die NATO. Das heißt, sie wollen die NATO-Verbündeten stärker zur Kasse bitten und bluten lassen. Das sind ja nebenbei bemerkt Original-Forderungen von Trump auch gewesen. Jetzt ist die Frage, was schließen wir daraus? Schließen wir daraus, wie das manche im NATO-Hauptquartier tun, wie sie es in der Berliner Regierung tun, wir müssen mehr Geld für die Rüstung ausgeben oder ergreifen wir das als eine Chance zur allgemeinen Abrüstung? Weil die Logik, die im NATO-Hauptquartier aufgrund dessen verbreitet wird, nämlich jetzt müssen wir mehr Geld für die Rüstung ausgeben, ist ja nur die Logik, die ihrer Militaristenlogik entspricht. Das ist ja keineswegs das, was wir anstreben. Und insofern kommt es darauf an, auch diese Chance zu ergreifen seitens der Friedensbewegung, hier die Entwicklungslogik in Richtung Abrüstung umzukehren. Eine ganz andere Frage ist, ob das alles so durchgehalten wird. Es gibt durchaus eine Menge von beunruhigenden Ansagen von Trump selbst und von seinen ausgesuchten Athleten. Da gibt es zum Beispiel die praktisch unverantwortliche. Wir begrüßen jetzt. Super. Da gibt es zum Beispiel. Der Ersatz schleicht sich weg. Ich unterbreche und begrüße, obwohl ich hier eigentlich mit dir begrüßt werde. Ich begrüße. Den Wolfgang herzlich. Also es war eine Unterbrechung jetzt, bitte. Ja, das ist ja klar, dass das eine Unterbrechung geht. Aber er schafft es da anzusetzen. Wahrscheinlich. Das garantiere ich. Schade, ich hatte schon so tolle Sachen zu erzählen, aber mach erst mal. Dann bin ich ja froh, dass ich vorher zu Wort kam. vielleicht noch mal zu dieser Frage, was uns an Negativen unter der Ägide Trump blühen kann. Das wäre zum Beispiel sehr beängstigende Aussagen im Hinblick auf die Konfrontation mit China, wobei sich die Aussagen momentan eher handelspolitisch äußern als militärisch säbelrasselnd. Allerdings, was die Umkehr der Ein-China-Politik und Ähnliches angeht, da sind noch nicht alle Messen gelesen. Besonders beunruhigend aus meiner Sicht ist die Frage des Umgangs mit dem Nahen Osten, mit konkret Israel und Palästina, mit der Erklärung, dass Jerusalem ungeteilt als Hauptstadt des jüdischen Staates anerkannt werden soll. Das wird natürlich bei Friedenskräften und Internationalisten auf iranischen Protest und massiven Widerstand stoßen müssen.
Das ist das und das muss bekämpft werden, wenn es auf die Agenda kommt. Momentan auf der Agenda ist allerdings die am beunruhigendsten sind die Militarismus-Experten aus dem NATO-Hauptquartier, die Regime-Change-Fanatiker, der ganze militärisch-industrielle Komplex, die Neokons, die Neoliberalismus-Ideologen, die alle auf eine Karte, nämlich auf die Kriegsverbrecherin Hillary Clinton, gesetzt haben. Und insofern habe ich gesagt, ich unterstütze völlig, was Willy Wimmer meinte, als er am Morgen der Wahlergebnisse sagte, er sei selten so beruhigt aufgewacht wie nach dieser Nachricht, weil damit ist der ganz sichere, nämlich schon angekündigte große Krieg erstmal, naja, nicht ganz abgesagt, aber erstmal aufgeschoben. Zumindest mit der, wer Hillary wählt, wählt den Krieg, Tante, wäre er ganz sicher gekommen. Und deshalb sage ich, bevor ich mich noch ausführlicher zu der Frage von Demonstrationen und allem Möglichen äußere, aus meiner Sicht ist jetzt die Aufgabe von dem Trump zu fordern, dass er Butter bei die Fische tut, dass er, bitte sehr, die Truppen, die Panzer, die der Obama in seinen letzten Tagen, in den letzten Tagen an die russischen Grenzen beordert hat, dass die sofort zurückgezogen werden und in einer gewissen historischen Analogie und mit Blick auf die anderen Forderungen der Friedensbewegung könnte man sagen, Mr. President, tear down this airbase, nämlich die in Rammstein. Derartige Forderungen, den Herrn bei dem Wort zu nehmen, das ist jetzt die Aufgabe, aber nicht der Schulterschluss mit der Wahlverliererin, die uns garantiert den nächsten Krieg beschert hätte. Ich habe gestern zwei Erlebnisse gehabt. Ich hatte gerade hier so einen Defibrillator, weil ich im Krankenhaus war, und habe meine Jackett nicht zugekriegt und habe daraus den meiner Ansicht nach sehr schönen Witz gemacht, dass ich Trump ja sehr toll finde, weil jetzt auch wir Kompulentenherren endlich mal zwei Reihe offen tragen dürfen mit blöden Hemden und doofen Schlipsen, was uns sonst jeder Herrenausstatter immer nachgesehen hätte. Junge Menschen, 18, 19 Jahre, saßen hinten beim Klo im Flur und sagen, das ist ja unglaublich, dass ich an Trump noch was Gutes finde. Also nicht mal mehr Witze sind da im Moment zu machen. Und das Zweite ist, dass ein kleiner Streit, den ich leider erst heute Nacht im Kopf entschieden habe, dass mir Petra sagte, die DKP würde zur Demonstration gegen Trump am Inauguration Day, am 20. Juli vor der amerikanischen Botschaft, nicht aufrufen und hätte dazu Gründe, kann ich nicht teilen. Ich finde, es gibt immer Gründe, gegen jeden amerikanischen Präsidenten zu jeder Zeit zu demonstrieren. Also du warst nicht da, ich habe das Argument nicht gehört. Bitte? Du hast zugeschickt, aber er hat es noch nicht gelesen. Du warst zu spät, um die guten Argumente von Frau Fachmann hier auch zu verfolgen. Ja, das weiß ich doch selber. Ich habe schon natürlich mit Hoffnung gehört, dass Trump nicht einer ist, der wie Hillary sofort eine Woche nach Amtsantritt den Krieg gegen die Sowjetunion erklärt. Das ist mir auch klar. Aber zu trauen ist ihm eben überhaupt gar nicht. Er ist ein Mensch, der, glaube ich, so sehr von der persönlichen Darstellung bestimmt ist, dass, also ich stelle mir das so vor, ich habe das schon immer gesagt, er wird Putin besuchen und die beiden werden reiten und fechten und Bären fangen. Und dann kommt irgendein falsches Wort und dann wird Trump sagen, oh, du Schwein, dir werde ich das besorgen und den roten Knopf drücken. Nur weil der einfach überhaupt keine politische Beherrschung hat und unbedingt sein persönliches Missfallen zum Ausdruck bringen will. Und das finde ich, also von so einem Menschen möchte ich ehrlich gesagt meine Friedenshoffnung nicht abhängig machen. Dann lieber Obama. Bitte? Dann lieber Obama. Nein, es geht gar nicht um lieber oder nicht. Natürlich ist Hillary völlig unmöglich. Und das, da gebe ich dir recht, ist ja Trump natürlich meine erfrischende Person. Aber ich sage dir, der Mann ist so krank, der hat so einen Bluthochdruck, der wird diese vier Jahre nicht überleben. Wahrscheinlich nicht mal das erste Jahr. Hat immer so eine Bombe. Ja, ist,
In dieser Frage kann man nicht politisch werden, weil Trump kein Politiker ist. Das ist ein Mensch, der absolut unfähig ist, eine Sache stringent durchzuhalten und mit anderen abzugrenzen. Wie soll man darauf politisch reagieren? Das ist, wie Karl Kraus zu Hitler gesagt hat, zu Hitler fällt mir nichts ein. Was hier dem Geist geschieht, ist keine Sache, die mit Mitteln des Geistes zu beantworten wäre. Also, eigentlich ist er sehr politisch, wenn er sagt, man demonstriert gegen jeden US-Präsidenten. Und das heißt, diejenigen, die gegen Obama die ganze 8 Jahre demonstriert haben, die werden auch in den USA gegen Trump am 20. Weil die wollen nicht, dass die Demokratische Partei die Führung von der ganzen Massenbewegung, die gegen Verschiedenes, die sind nicht für Krieg mit Russland, aber die sind gegen Einsperrung von Muslimen und verschiedene andere Sachen, dass Trump ganz klar auch mit Palästina vorhat. In Deutschland ist schon keine Demonstration. Ich sage nur, es ist nicht richtig zu sagen, dass es nicht politisch ist. Also man soll nicht ausgrenzen die Diskussion, obwohl das schon in Deutschland ziemlich gelaufen ist, dass alle diese Meinung sind. Ich finde das nicht unpolitisch von mir. Und es ist nicht ein für Obama, für Clinton, wenn man sagt, man ist gegen die Politik auch von den Republikanern und Trump in einigen Aber das ist noch später. Ja. Nee, das aber ist ich würde lassen wir so, das können wir einfach keine gut, Zeit ich wollte nur diese beiden Erlebnisse von gestern bringen. Ich fand, das war die ganze Spannbreite, in der man das singen hat. Ich finde es auch legitim, aus Gründen des guten Geschmacks gegen Trump zu diskutieren, zu demonstrieren, schön anzuziehen. So wie das sein muss, schwarzer Mantel, weißer Schal, und dann zu sagen, lieber Mr. Trump, Sie haben nicht mal davon Ahnung, wie man sich gut anzieht. Finde ich auch legitim. Ja, ich hätte auch keine Einwände, wenn die Friseurinnung mal demonstrieren würde. Ja, ne? Also wenn wir auf der Ebene diskutieren wollen, finden wir sicher noch genügend Argumente. Und ich meine, wir sollten uns dann mal die Töchter und die Söhne, die Frauen und ihre Kleider und alles Mögliche noch mal vornehmen. Ne? Ja, die sind ja nicht gewählt worden. Ja, die rücken aber ja mit ein. Und Michelle Obama, die war auch immer top. Ja, und die Diskussion, ob die eine Frau sei oder nicht, das können wir jetzt auch mal einstellen. Aber ich meinte, die wesentlichen Dinge sind doch, dass wir einige Verheißungen haben, denen ich erst traue, wenn ich das auch sehe. Aber das ist doch immer so, wenn man als Demokratische, als Linke, als Friedensbewegung gegenüber irgendwelchen Herrschenden steht, dass man fordert, dass sie erstens entweder ihren Scheiß lassen sollen oder dass sie ihre Versprechen wahrmachen sollen. Im Zweifelsfall, da habe ich überhaupt keine Bedenken, gilt auch bei Trump der Klassiker von Müntefering, nämlich: Es ist unfair, Politiker an ihren Wahlversprechen messen zu wollen. Hat er wirklich gesagt? Das hat er wirklich gesagt. Ja, fantastisch, genau. Das kann und das wird möglicherweise tatsächlich genau so kommen. Nur muss man freilich auch immer alle Akteure mit beobachten, die aktuell im Spiel sind. Und ich habe sie schon sämtlich aufgezählt, die alles auf eine Karte, nämlich Hillary, gesetzt haben. Und die eine Karte heißt, die war 1,2 Milliarden Dollar teuer, diese eine Karte. So viel Spenden hat sie nämlich eingenommen. Und nun stellen sich 1,2 Milliarden Dollar als verlorenes Investment dar. Und dagegen muss man natürlich vom Leder ziehen. Und von daher macht das doch am sinnvollsten jemand, der Erfahrung hat, wie man die sogenannten NGOs, wobei es sich ja dabei nur um outgesourcete Geheimdienstabteilungen handelt, das, was der CIA nicht mehr via Staatshaushalt macht, macht der Philanthrop Soros und andere philanthropisch Tätige, Ford Foundation, Rockefeller Stiftung und so weiter, jetzt mit ihren Privatmitteln. Ist das jetzt die Antwort auf die Frage, wie jetzt dieser neue Anti-Amerikanismus entstanden ist, der möglicherweise auch sogar neben dir sitzt? No. Ich habe mich jetzt mit dir noch nicht genauer unterhalten und mit dir war einfach die Zeit zu kurz.
Nee, Anti-Amerikanismus ist ja immer, ist erst einmal schon ein, so erinnert mich, wo ich hängen geblieben war. Anti-Amerikanismus ist natürlich als Wort bereits ein Nonsenswort, weil ich habe auf den Vorwurf Anti-Amerikanismus bisher immer geantwortet, ich bin doch gar nicht gegen Kuba und gegen Kanada ja eigentlich auch nicht, weil den ganzen Kontinent zu vereinnahmen, um damit die USA zu meinen, dies wäre ein rassistischer Alleinvertretungsanspruch, den ich niemand durchgehen ließe, insbesondere nicht den Amerikanern aus Nordamerika. Sagen wir mal so, diejenigen, die Anti-Amerikanismus bisher gerufen haben, wie haltet den Dieb, waren immer jene, die natürlich mit Amerikanismus meinten, unsere WWG, westliche Wertegemeinschaft. Und insofern haben sie natürlich allen Anlass, Befürchtungen zu haben, und deshalb hat die ganze Hauptstadtpresse, aber nein, die ganze bundesrepublikanische Presse beim abschiedstränenreichen Besuch von Obama in dieser Stadt hier Titel für Kommentaren und Schlagzeilen gebracht wie Übergabe des Führungsstabes der freien westlichen Welt an die Bundeskanzlerin. Ach so, ja, Merkel, eben, Merkel, ne? Genau. Weil das mit der die Hillary war ein Ausfall, also muss es jetzt die Merkel machen. Insofern ist der Amerikanismus und der Anti-Amerikanismus natürlich genügend gekennzeichnet, und diejenigen, die philanthropisch die outgesourcten Geheimdienstabteilungen in den USA und weltweit leiten, der Rainer Rupp gab mir nämlich vor 10 Tagen eine Liste mit circa 250 Organisationen, die alleine von George Soros und seiner Open Society Foundation am Leben gehalten werden. Das heißt, ausschließlich von ihm finanziert werden. Die sonstigen Spendenempfänger sind in der Zahl noch größer und gehen darüber hinaus. Und auf welchem Territorium? Ja, in der Sowjetunion? Oder also in Russland? Nein, auch insbesondere in den USA, aber ausgreifend natürlich nach Griechenland, nach Deutschland, nach Ukraine, natürlich nach Moldawien. Es gibt praktisch kein Land, das verschont bliebe von dieser Menschenfreundlichkeit. Das Problem, die Demonstrationen, auf die sich die Aufrufe hier in Deutschland berufen, diejenigen, die die sogenannte Koalition gegen den internationalen Trumpismus hier abbilden. Das heißt, diejenigen, die unter der presserechtlichen Verantwortlichkeit von Phil Butland, einem bekannten Trotzkisten der Linkspartei, aufrufen, die bringen auf ihren Homepages den vergleichbaren Aufruf aus Washington. Dieser Aufruf in Washington wird von einem Vorname vergessen, Gerson. Joseph Gerson. Aha, geleitet. Der vertritt dort das American Citizen Service Committee. Ja, der ist aus der Quaker, der ist lange mit Rainer Braun in Northern Aid. Übrigens auch wir sind politisch gegen ihn auch in der UNAC, wir sind auch, machen die Demos mit. Aber man muss in der Analyse ganz kurz, nicht nur die herrschende Klasse der USA, sondern es gibt eine Bevölkerung, es muss doch Leute in den USA sein, mit wem in der internationalen Solidarität die Deutschen Linken sich solidarisieren könnten. Ja. Welche sind diese? Genau. In den USA. Das würde ich überhaupt nicht sagen. Zumindest ist dieses Service Committee, wie es so nett heißt, eine der Organisationen, die auf Rainer Rupps von Soros 100% finanzierten Organisationen stehen. Diesen Aufruf von diesen Typen hier als Ausweis des eigenen Internationalismus mit zu verbreiten, zeigt, dass dies ein schlecht recherchierter Internationalismus ist,
weil er nämlich den Anschluss an Soros und seine diesbezüglichen Banden sucht. Es gibt in den USA einen US Peace Council, die haben einen sehr abgewogenen Aufruf nach der Präsidentenwahl herausgegeben. Dabei muss man bedenken, anders als in Deutschland, steht man in den USA ja vor dem Problem, dass wer sich dort für solche Dinge wie Frieden einsetzt, ein Publikum vor sich hat, das zutiefst gespalten ist, weil diese Wahl hat ja tiefe Gräben aufgerissen. Das heißt, sie bedienen dort, sie müssen dort ein Publikum bespielen, das zunächst einmal in Anhänger von dem einen oder der anderen gespalten ist. Und von daher haben sie eine sehr ausgewogene Erklärung herausgegeben, die durchaus eine ganze Menge von Bedenken, berechtigten Bedenken, insbesondere auch aus innenpolitischen Gesichtspunkten, die da die Stichworte Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit und so weiter aufzählen, das wird dort alles erwähnt. Sie kriegen allerdings die Kurve dahingehend, dass sie sagen, wenn jetzt Demonstrationen stattfinden, dann bitte zur Reduzierung des Rüstungshaushalts, zum Rückzug der Truppen aus den von der Grenze Russlands und so weiter. Das heißt, im Prinzip gegen Dinge, die wir der Vorgängerregierung, der gelobten Obama-Regierung verdanken. Weil letztendlich auch die neuen Rüstungsanstrengungen, die in Deutschland letztendlich angeblich aufgrund von Trumps Forderungen, wir müssten mehr für die NATO bezahlen, die ist, glaube ich, so aus der Luft gegriffen. Also nicht aus der Luft gegriffen ist jedoch der Fakt, dass beim Dublin-Gipfel der NATO die deutsche Bundesregierung bereits eingewilligt hat, dass es nicht mehr so weitergeht mit dem 1,3 bis 1,4% des Bruttoinlandsprodukts, den wir hier in Deutschland angeblich nur für Rüstung ausgeben, sondern wir müssten dort dringend auf die 2% kommen. Und dies bedeutet ganz konkret, und die Merkel und die von der Leyen haben das in den letzten Monaten vor und nach der US-Präsidentenwahl durchgängig angekündigt, wir kommen hier auf über 61 Milliarden Euro von aktuell 34 bis 35 Milliarden Euro. Hat mit Trump überhaupt nichts zu tun, hat nur mit unserem Friedensengel-Nobelpreisträger Obama zu tun. Also von daher ist es eigentlich egal, ob wir jetzt gegen Obama oder Trump demonstrieren, für die Senkung der Rüstungshaushalte und gegen diese Kriegsabenteuer, da muss man demonstrieren. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, dass eine Demonstration gegen Trump natürlich die Demonstration gegen frühere und geplante Kriege mit einschließt. Immerhin ist er ja, was ihr offenbar hier völlig vergessen habt, einer der reicheren amerikanischen Imperialisten, also diejenigen, die ihr Geld nicht nur mit dem Verkauf von irgendeinem Zeug im Kaufhaus verdienen, sondern natürlich auch Rüstungsaktien besitzen und entschiedene Anteile in Firmen, die durch Krieg reich werden. Da gibt es auch eine Parallele, die lautet so, es gab nur drei US-Präsidenten, die ihren Wahlkampf bisher ohne Spenden finanzieren konnten. Die hießen Roosevelt, Kennedy und Trump. Wenn du das baldige Ableben von Trump prophezeist, fällt mir der Kennedy natürlich auch. Ja, der sowieso. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man über Trump ernsthaft politisch diskutiert. Nein, das ist ja offenkundig nicht politisch, weil so stellt er sich ja dar. Aber ich möchte. Ich fange mal anders an. Meine Auffassung von Politik ist immer ein bisschen wie Miss Marple in Agatha Christie, dass sie vergleicht immer die großen Verbrechen mit dem, was bei ihrem Dorf passiert. Und so vergleiche ich immer meine Erlebnisse
aus der 68er-Zeit mit heutigen Verhältnissen. Und da war es so, dass die allerersten linken Demonstrationen natürlich auch mit Hilfe des FDP-Geldes losgingen. Die Unterstützung des Spiegel, das war auch nicht so richtig links. Die ersten Institutsbesetzungen und so, das war dann ein bisschen unabhängiger. Und dass dann tatsächlich eine größere Massenbewegung sich ergeben hat, die unabhängig von beiden politischen Richtungen war. Das war gut, ich meine, das hat sich so ergeben und da lebe ich persönlich inhaltlich heute noch davon. Aber anders, glaube ich, gehen doch solche Bewegungen gar nicht los, als dass sie sich erstmal an Personen, an Gruppen, an Initiatoren, manchmal an Kirchen halten, also müssen wir uns die so eine Sache initiieren. Bei Frau Rosch bedanken. Naja, also ich denke natürlich erst einmal an weiter zurückliegende Demonstrationen. Bevor 68 losging und warum 68 in dieser Weise losging, wären eventuell natürlich auch noch mal zu untersuchen, hatten wir davor die Ostermarschbewegung, wir hatten davor die Anti-Atomtod-Bewegung, wir hatten davor die Ohne-Mich-Bewegung gegen die Remilitarisierung. Das sind Dinge, die haben natürlich auch irgendwoher ihr Geld bekommen. Sagen wir mal, der Internationalismus der Deutschen Demokratischen Republik hat auch ein paar Verrechnungsrubel hier rüber geschoben. Die Herrschenden und denen diese Demonstrationen nicht gepasst haben, haben auch nicht gesäumt, permanent auf diese tatsächliche, vermeintliche, teils übertrieben dargestellte, aber zum Teil natürlich auch reale Finanzierung hinzuweisen, um die Sache zu delegitimieren. Und ein bisschen ist das Volksweisheit, wes Brot ich esse, das Lied ich singe, natürlich nicht ganz von der anzuweisen. Und von daher ist es nicht für die persönliche, ehrliche, subjektive Überzeugung eines jeden Demonstranten eine Aussage, wenn man sich anschaut, wer steht sympathisierend oder geldgebend hinter was auch immer. Aber es ist natürlich ein Indiz, nicht um diejenigen anzuklagen, sondern um ihnen zu sagen, denkt mal nach, warum die für solche Ziele, wie ihr sie vermeintlich auch vertretet, auch noch Geld geben. Ne? Also das gehört einfach zur politischen Bildung dazu, dass man sich diese Gedanken grundsätzlich immer vorlegt. Habe ich das richtig interpretiert? Du wolltest jetzt einen Wein bestellen, würde ich das? Ja, bitte schön. Das gehört ja irgendwie dazu, sonst haben wir keine Bilder. Der Name, der da gerade Sie nennt. Sonst haben wir keine. Und das ist der das. So, Dankeschön. Also, auf diesen Kräftevergleich wollte ich gerne hinaus, den man ja immer im Kopf haben muss. Und welchen Sinn hat dann noch das Mitgehen bei Demonstrationen, wo man ja nur moralisch etwas zum Ausdruck bringt und bevor man nicht eine Million Leute auf die Straße kriegt, dass er auch nirgendwo gewertet wird und gezählt wird und die sich alle nur in die Hände lachen. Dass aber gleichzeitig die Bourgeoisie, die Betongold-Bourgeoisie tatsächlich Schiss hat vor diesen lächerlichen, halbkritischen Ansätzen von Linkspartei und SPD. Also das klafft so weit auseinander, dass man auf völlig verschiedenen Planeten wohnt, offenbar. Trotzdem darf man diese Dinge meiner Ansicht nach im Hinblick auf die Frage, wie optimistisch sehen wir das Kräfteverhältnis oder die Chancen, irgendwas zu erreichen, sollten wir das eben nicht in einsetzen. Weil wie sind denn die Ausgangsbedingungen? Wir haben in der Friedensbewegung das Erlebnis, dass demonstriert wird, immer dann erst, wenn die Befürchtung besteht, dass uns die Bombe unmittelbar selbst aufs Haus fällt. Hier in Deutschland ist das so. Das war zum Beispiel das Erfolgsgeheimnis der Friedensbewegung der 1980er Jahre. Die großen Demos, muss ich als sagen. 19 Leute jede Woche. Diese großen Demonstrationen im Massenbewegungssinne kamen, indem tatsächlich die unmittelbar bevorstehende atomare
Auslöschung Deutschlands durch Reagan und Helmut Schmidts Nachrüstung, die sogenannte, hier als ja, Menetekel an die Wand gemalt wurde. Die Frage, wie sich unter bestimmten Bedingungen die Demonstrationen für den Frieden entwickeln, darüber ist, naja, das ist noch mehr Kaffeesatz, als wollten wir die künftige US-Politik schon jetzt vermessen aufgrund verschiedener Indizien. Ja, ja, wer sagte, dass ich nicht eure Freiheit will, weil ich ohne Hass die Tür verrammeln lasse? Wieso seht ihr das Haus als ein Gefängnis an, weil nur ich nach draußen gehen kann? Das ist keiner fest, ich halt niemand fest. Warum habt denn ihr so schrecklich Angst vor mir? Ist die Tür versperrt, bleibt ihr unversehrt? Ja, ihr alle seid in Sicherheit. Ja, wer sagt denn, dass ich nicht euer Bestes will, wenn ich Geld verprass und euch was lernen lasse? Habt ihr einmal die Schule hinter euch gebracht? Könnt ihr sehen, wie fröhlich Arbeit macht? Nein, ich liebe euch und ich mach euch reich, nicht charakterlich und nicht so reich wie mich, aber reich genug, seid nicht super klug und begnügt euch gleich, dann seid ihr reich. So kommt Stein auf Stein, seht doch endlich ein, dass ich dazu auch einen Revolver brauch, darum ich ohne Hass die Tür verrammeln lasse und wenn nötig dann auch schießen kann. Und wenn ihr das ja seid, seid ihr frei, dann wählt ihr auch die richtige Partei. Dann lasst ihr meine Sache nicht im Stich und dann kriegt ihr Revolver so wie ich. Das war das Kapitalistenlied.